Wir haben hier in der Stadt aufgehört. Ihr habt Bild, ne? Ja, Bild ist da, gut. Ist das nicht knuffelig? Okay, hier geht's raus. Oh, was sollte ich nochmal machen? Ich bin voll raus hier. Stadt pofft. Na gut, ich habe mich hier hingeparkt, also werde ich mir wohl die Stadt angucken wollen, ne? Dies ist die Hafenstadt Poft. Im Norden liegt Salamand und im Osten Bafusk. Ihr wollt nach Palum? Macht 32... nee, will ich glaube... Ach, ich wollte das nicht machen. Ich glaube, da kam ich her, oder? Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich muss nicht gehen. Ich habe zwar bezahlt, aber ich muss nicht gehen. Fabelhaft. Okay, sehr gut. Habt ihr schon das Luftschiff gesehen? Es gehört Sid, aber Sid ist wohl auch kein... außer Sid ist wohl auch keiner in der Lage, so ein fliegendes Schiff zu steuern. Dann muss er es mir beibringen. Herzlich willkommen. Wie sieht's denn aus? Eye Potion habe ich noch gar nicht. Kruzifix. Heilt Fluch. Heilt Amnesie habe ich alles nicht. Heilt Frosch. Wieso ist das so teuer? Warum kostet... Alter, das ist ja... extrem, ey. Frosch- und Steinheilung. Phönixfeder habe ich auch nicht. Das ist alles so teuer. Ich bin einfach nur arm. Das wird sein. Okay, hat man gerade. Keule. Nee, warte mal. Ach, dieses verdammte Level-System. Wen wollte ich jetzt auf... Ich muss hier raus. John geht auf Schwerter. Marie geht auf Bogen. Dino geht auf Axt. Der Typ ist uns egal. Okay, also eine bessere Axt habe ich, glaube ich, gesehen. Der Dolch zählt ja nicht. Ah, ne, hat Dino schon. Okay. Ne, dann brauche ich hier nichts. Gut. Dann brauche ich hier nichts. Denn wir bleiben natürlich bei einer Waffengattung und leveln uns da richtig hoch. Sonst müssten wir ja noch mehr leveln, wenn wir alle Waffen können, wollen. Würde ich ja wahnsinnig werden. Da ist das Inn. Hier geht's auch wieder raus, okay. Jetzt muss ich immer rausschmeißen gleich. Aber ich glaube, viel mehr ist hier gar nicht, ja? Da oben nochmal schauen. Bitte nicht rausschmeißen. So. Nee, wir haben alles. Vielleicht ist es dann doch richtig, nach Poff zu gehen. Bafusk, die Stadt im Osten, ist von den imperialen Streitkräften okkupiert worden. Die bauen dort etwas Grauenvolles. Ah, hier ist noch Magie. Kaufen. Vita Cremor. Wen wollte ich auf Magie trimmen? Marie anscheinend. Hat Vita, Eis, Brotes und Schutz. Vita und Eis.
Okay. Eventuell will ich den vierten Charakter noch auf Magie machen, ne? War der eigentliche Plan, aber den haben wir halt noch nicht. Okay, dann ist da aber nichts Ansprechendes dabei. Lässt einen Doppelgänger erscheinen? Protestant Schutz habe ich. Okay. Nee, ist alles veraltet. Auch eine Weißmagie, aber ein Schwarzmagier hockt da drin. Da haben sie mich wieder rausgeschmissen. Aber ich glaube, da oben kam nichts mehr, oder? Ich denke mal, die Stadt ist fertig. Jetzt da. Ja. Wir könnten das wenigstens irgendwie markieren, damit man weiß, wo die Stadt endet. Das wäre nett. Das Haus hat überhaupt keine Tür. Okay. Boah, das Speedschiff. Aber ich glaube, da kam ich her. Das ist doch die Hauptstadt, ne? Wo wir angefangen haben, maybe. Palum. Da kam ich her, okay. Dann wieder zurück. Ach, jetzt muss ich wieder blechen. Zum Glück ist das nicht so teuer. So. Ja gut, dann gucke ich mich mal draußen um, ne? Oh mein Gott. Soldat. Also, ihr werdet durch Angriff stärker. Ich müsste... Weiß gar nicht... Eis auf Level 3, ne? Eigentlich schon ganz gut. Denke ich mal. Aber ich hasse das. Gehen wir nur in den Angriff. Die HP von Minus ist gestiegen. Sehr gut. Das soll uns nur helfen. Ja, Eis ist auf 3. Vita auf 2. Ja, ich denke, das können wir mal so lassen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht so viel Bock auf jetzt stupides Leveln. Immer wieder in die Stadt rennen zu müssen, weil die MP leer sind. Das ist halt ein bisschen nervig. Meister Splinter ist am Start. Der hat sich aber verändert. Okay. Ist das das Luftschiff? Wait. Wäre ein bisschen früh, wenn wir das jetzt schon bekämen, hm? Bafusk. Okay, die sind hier nicht sehr gesprächig. Ah, gut, die haben ja auch imperiale Probleme. Obwohl, die reden auch nicht mit mir. Oh oh. Was steht ihr hier herum? Führt meine Befehle aus. Okay, Mr. Dunkelritter. Scheint der Boss hier zu sein. Eisenspeer, Langschwert. Ah, hier. Neues Schwert für mich. Ein Langschwert, bitte. Langbogen. Ja, da läuft's doch. Okay. Du schaust dir No Man's Sky an, Conny. Dann viel Spaß damit.
Ist im Game Pass. Hm. Ein Langschwert. 5 Punkte hoch. Immerhin. Langbogen. Das Doppelte. So, eine Axt hatte der nicht, ne? Moin Kumpel, was gibt's bei dir? Ich weiß gar nicht, wer Schild... Ich glaube, ich habe ein Schild, ne? Silberharnisch. Haben alle Bock drauf. Ja, so viel Knete habe ich nicht. Eieiei. Zweimal kaufen. Aber gut, wir können noch ein bisschen was verkaufen. So, der alte Bogen. Ach, das bringt ja nicht viel. Bronzeharnisch zweimal. Okay, immerhin. Alte Breitschwert. Ah! 4 Gil? Tja, ich glaube, ich muss nochmal leveln. Das war's noch nicht. Wahrscheinlich gibt's hier noch einen Magieladen. Vielleicht. Ah, komm, ich mach schnell einen Kampf. Dann habe ich die 4 Gil. Rüstung ist schon wichtig. Ach, du liebe Zeit. Der vierte Charakter wird immer gewechselt. Ach ja, stimmt. Der eigentliche vierte kommt recht... Der kommt gar nicht so früh dazu, ne? Weil er ständig durchgewechselt wird. Stimmt. Aber gut, umso besser. Brauche ich nur 3 auszurüsten. Oh, 99 Skill. Stab wurde besser. Weil der Gast kriegt nichts. Der haut ja eh nach einer Story ab. Das wäre ja Quatsch, dem Besseres zu geben. Außerdem geht's den schon ganz gut, ne? Also achtet nur mal auf seine HP. Um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Ups. So, jetzt auch für dich. Jetzt ist jeder zufrieden bei dem Shop. Gut. Okay, Helme hat er nicht im Angebot. Ich guck noch mal kurz bei den Waffen rein. Nee. Hat echt keine neue Axt. Naja, kommt später. So, kann ich euch irgendwie helfen hier? Okay, da ist noch ein Magieladen. Mal gucken, wie viel ich jetzt leveln muss. Angst. Medikus. Oh, das wäre verdammt wichtig. Das wäre extrem wichtig sogar. Moment mal. Temporäre Zustandsveränderungen? Zustandsveränderungen. Also heilt das alles, oder wie? Lässt das Opfer verstummen? Okay, dann werde ich mir Medica holen. Das müsste ja eigentlich auch die temporären heilen. Das wäre ja sonst quatschig. Dann wundert es mich, dass es nicht teurer ist. Hm. Na gut.
Aber ihr habt ja gesehen, ein Gegner um die 100 Gild. Es wird nicht so lange dauern. Weil Zustandsveränderungen können schon sehr nerven. Und ihr habt gesehen, was die Items kosten. So ein einzelnes Ding, was Steine aufhebt, bis 500. Dann hole ich jetzt lieber einmalig diesen Zauber. Hau mal die Mistfliegen weg hier. Hätten wir uns lieber mal Insektenspray gekauft. Nimm das. Schwertstufe. Bogenstufe. Yay, läuft doch. Noch was nachgucken, Moment. Ich lasse bei dem Spiel die Cam aus, weil das würde immer wieder irgendwas überdecken. Bei so einem alten Spiel mit so kleiner Auflösung ist das irgendwie doof, finde ich. Ich könnte es natürlich wie andere machen und mir mal so einen Rahmen basteln, wisst ihr? Aber andererseits bin ich gar nicht so der Fan davon. Ich persönlich habe lieber ein Vollbild vom Spiel. So wie hier halt. Ich bin gar nicht so der Fan von so einem Rahmen rundherum, oder wie seht ihr das? Was mögt ihr lieber? Ein Vollbildschirm oder so ein Rahmen drumherum? Wodurch natürlich das Game kleiner wird. So. Zum Glück gehen die Kämpfe sehr schnell. Das habe ich letztens bei Lost Odyssey wieder feststellen müssen, wie langwierig da Leveln ist. Wenn man so ewig rumlaufen muss. Und dann der Screenwechsel und der Aufbau, bis die Gegner erscheinen und bis man dann mal anfangen kann. Und dann werden die Zauber ausgeführt und die dauern auch so lange. Das Problem hat aber nicht nur Lost Odyssey, das haben auch so die PlayStation 1 Final Fantasies, FF8 zum Beispiel oder FF9, Screenwechsel, Gegneraufbau. Das dauert so viele Sekunden, bis alles überhaupt so weit ist, dass man kämpfen kann. Und hier geht das natürlich zack auf zack. Natürlich deutlich angenehmer. Und immer drauf an, bei einigen Games schaut das mit dem Rahmen schon nice aus. Ja, ich finde bei gewissen Spielen, wo eine 4:3 Auflösung sinnvoller ist, da kann man sich... Gut, das ist ja theoretisch auch 4:3, ne? Aber es wurde gestretched. Aber manchen Spielen fällt das Stretching nicht so auf. Also hier finde ich das Vollbild eigentlich voll angenehm. Finde ich. Bei anderen Spielen sieht es aber ein bisschen blöd aus. Bei gewissen Games. Weil wenn ich so einen Rahmen machen würde für ältere Spiele, dann könnte man den Platz natürlich nicht nur für die Cam nutzen, sondern auch um den Jet einzublenden und alles Mögliche. Ihr kennt das ja von anderen. Könnte man sich mal überlegen, ob ich das bastle. Natürlich werde ich dann sowas, so einen allgemeinen Rahmen basteln, damit ich das nicht bei jedem Spiel wechseln müsste. Also bei jedem Retro-Spiel. So. Aber als Mod ohnehin schon einen Rahmen drum. Rahmen. Echt? Als Mod hat man da eine andere Sicht drauf? Wie? Vollbild mache ich persönlich lieber. Ja, ganz persönlich gesehen ich auch. Ich finde es halt puristischer. Aber letztendlich würde ich mich eurer mehrheitlichen Meinung eventuell anpassen. Denn rein zufällig ist dieser Stream hier für euch.
Ein Chat, ein Blend in my knife, Anzeige bleibt bei ihm nie dauerhaft. Ja, ich weiß. Hm. Man zieht ihn nur so temporär kurz, ja. Bei VOD ist das natürlich gut, ja. Also bei YouTube-VODs. Ich meine, bei wenn man das auf Twitch guckt, hat man den Chat ja eh. Bei YouTube wäre das gut, ja. Aber gut, YouTube beschwert sich so betrachtet ja eh nie. Ja, ich überlege mir das mal. Wie gesagt, wäre dann, wenn, dann wird das eh nur bei solchen Retro-Games einen Einsatz bei mir finden. Bei aktuelleren Spielen, die eh eine Full-HD-Auflösung haben, da bestehe ich auf mein Vollbild für das Game. So, ich glaube, wir haben es langsam, oder? Nee. Eins bis zwei Kämpfe noch. Was, ich krieg nur 4 Gil? Warte mal. Von diesen Fliegen habe ich vorhin fast 100 bekommen. Warum ist das so unterschiedlich? Oh mein Gott. Will er der? Jetzt habe ich überhaupt keine Gil-Anzeige bekommen. Egal, wir machen bis 600. Ich will die Magie haben. Okay. Das müsste jetzt das Fünffache an Geld geben. Die Masse macht's. Das gab jetzt ordentlich, sehr gut. Ab nach Bavusk. Wo war der Magieladen? Ich glaube unten rechts. Medica. Der Limu, oder wie er heißt, der hat das schon. Aber egal, wir wollen das ja auch für unsere Marie haben. So, der Rest ist nicht so wichtig. Und die Buffen ist nicht so mein Ding. Wisst ihr ja. Wie macht man das hier nochmal? Na komm. Mehr auf dich. Ja, jetzt kann sie es auf Level 1. Aber Medica muss man doch wirklich nicht leveln, oder? Ich meine, oder verfehlt das ansonsten? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt einfach Zauber, da ist es egal. Hoffe ich. Chat-Funktionsprogramm, Info, Tab-Leiste. Rahmen ist ein. Ah, okay. So. Na gut, verstehe. Das ist ja cool. Okay. Jetzt können wir weitermachen. Vielleicht sollte ich das noch schlafen und speichern. Wenn das Geld reicht. Herzlich willkommen, Reisende. In 49 Gil könnt ihr hier übernachten. Yes. Meinen letzten Groschen. Ich wünsche wohl zu ruhen. Stimmt, Schutz und Protoss haben verfehlt, als ich es auf alle gemacht habe, ja. Aber Medica, ja gut, theoretisch will man das auch auf alle machen, wenn alle gleichzeitig mit irgendwas infiziert werden. Hm. Ach, wir werden es rausfinden. Okay, hier ist Wiederbelebung. So, hier in dem
War ich da schon drin? Moment. Mal kurz gucken. Ist mir eh zu teuer, was die da anbieten. Nee, nee, komm, ich habe eh kein Geld mehr. Was soll ich mir da den Mund wasserig machen? Wenn ich mir eh nichts leisten kann. So. Kein Brunnen für mich. In Dragon Quest kann man immer in jeden Brunnen einsteigen, aber hier ist das wohl nicht so der Trend. Hier schon, da haben wir die Schilder gekauft. Ja gut, haben wir jetzt noch was vergessen? Da links irgendwie zu diesen Häusern würde ich gern mal. Ja. Seid ihr des Wahnsinns? Sprecht mich nicht an, solange der Dunkelritter in der Nähe ist. Der bringt mich um. Ah ja, das war ja das mit den Keywordern. Prüfen. Erstmal lernen. Nix, okay. Ja, ich glaube, die sind immer so farbig dann, wenn man es lernen kann, ne? Oh, was sage ich denn zu dem? Wildrose. Er wird mich wahrscheinlich gleich angreifen, aber... Seid ihr des Wahnsinns? Sprecht mich... Okay, ich glaube, ich kann mit dem über gar nichts reden. Okay. Der Ritter in der Mitte, der muss weg. Können wir den mal vernichten? Lieber erstmal speichern. Hey, Bro. Okay, nee, das wird wohl so nix. Ich hab das Gefühl, ich soll hier noch nichts machen. Hm. Vielleicht muss ich später nochmal hierher. Aber wie kommt man denn in diese... Ja, vielleicht... Der steht halt im Weg, vielleicht zum Untergrund und dann da irgendwie durch eine Höhle oder so. Monsterboas. Weggekloppt hier. Wisst ihr, was wir auch auf jeden Fall machen, wenn wir Final Fantasy 14 spielen? Wir spielen dieses Kartenspiel. Ah, sowas von. Huch. Wetten, ich laufe jetzt gleich irgendwo hin, wo ich noch gar nicht hin soll, und dann bin ich ein One-Hit. Das ist ein riesiger Kontinent. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier vielleicht auch so eine versteckte Map wie im 1er. Muss gleich mal die Tasten drücken. Select und B oder sowas, ne? Oh, fantastisch. Schaut euch das an. Die sind alle auch relativ zusammenhängend. Okay, also da unten kommt auf jeden Fall was. Roten Punkte. Die gelb, die wo so leuchtend gelb. Das eine könnte mein Schiff sein, das andere. Not sure. Nach Norden, okay. Dann gehe ich besser nach Norden, weil ihr habt es ja das letzte Mal schon gesehen, was passiert, wenn ich zur Region laufe, wo ich noch nicht hingehöre. Suchtintervention, Kartenspiel. Oh, imagine, ey. So nach 2-3 Monaten guckt Square mal rein, überprüft, ob wir die Stunden abgeliefert haben. Die ganze Zeit nur im Kartenspielen.
Wäre eigentlich ein lustiger Gedanke, aber hey, es ist ja F14, ich meine. Boah, wie können wir denn Marie mehr Lebenspunkte geben? Das nimmt ja Formen an. Das gefällt mir nicht. Durch Schaden, also, ja. Muss ich ja fast hoffen, dass die Marie angreifen, was sie aber weniger tun, weil sie hinten steht, ne? Und wenn ich sie nach vorne stelle, dann wird die auch ständig umgemoppelt. Es ist so ein Kacksystem! Ganz furchtbar. Stell mir das gerade wie in so einem Film vor. Wie würde das in einem Film umgesetzt werden, dieses Level-System? Vier Leute rennen rum, drei Typen und ein Mädel. Das Mädel ist so eine sanftmütige Heilerin. Dann kommen Gegner und die drei Typen stellen das Mädel nach vorne. Dann wurde gesagt, geh nach vorne, muss mal was aushalten hier. Lass dich mal schön treffen und pieksen hier. Das Mädel, aber warum denn? Ihr seid doch so stark und mächtig. Ja, du musst auch stärker werden. Los, nach vorne. Könntest du niemals verfilmen. Autsch. Ich glaube, hier war Gift temporär. Ja, es ist schon wieder weg. Das ist schön, wenn Gift weggeht. Das war im 1er nicht so. Bleib halt ewig hinten. Ja. Aber, obwohl, oh, sie hat gerade 5 Punkte bekommen. Wahnsinn. Muss einfach damit leben, dass sie ein One-Hit-Wonder ist. Marie ist unser One-Hit-Wonder. So, oha. Da habe ich was. Und es ist mit Schnee bedeckt, so sieht zumindest aus. Ja klar, wir sind ja auch im Norden. Ich hoffe, ich werde hier freundlicher begrüßt wie in der letzten Stadt. Und wehe, ich muss schon wieder einkaufen, hätte ich mir das sparen können. Okay, 600 Gil. Eieiei. Soldat. Was soll das? Was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Und jetzt geh nach vorne. Wir benutzen dich als Schild, damit du was wirst. Oh, voll brutal. Salamand. Irgendwie passt der Name nicht zu dieser Idylle. Aber okay. Ne, zu euch will ich nicht. Ihr seid mir eh zu teuer. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich schon wieder gleich farmen muss. Was gibt's hier? Engel! Ich bin so geliefert. Tja. Scheiße, Boll hat sich's gewünscht. Jetzt kriegt er die volle Leveling-Tour ab. 1000 Gil brauchen wir schon mal. Anti. Reduziert die MP des Opfers. Nee. Band Opfer in eine andere Dimension. Nee. Teleportiert Opfer in andere Dimension oder die Gefährten in den Weltmodus. Das brauche ich. Ich habe keinen Bock, den Dungeon rauszulaufen. Okay, wir brauchen schon mal 2000 Gil. Mal gucken, was durch Waffen und Rüstung noch zusammenkommt. Okay.
Die Kirche müssen wir dann zum Glück nie wieder besuchen, wenn ich erstmal Engel hab. Ich bin unsterblich in Josef verliebt, oder Joseph. Doch ich fürchte, ich wäre ihm nur eine Last. Warum? Fragen wir doch mal Joseph selbst, wenn er hier ist. Bist du Joseph? Tatsächlich. Was wollt ihr? Ich weiß es selbst nicht. Wildrose. Prinzessin Hilda soll euch geschickt haben? Drei Halbstarke und ein komischer Magier? Ich glaube euch kein Wort. Okay, pass auf. Mithril. Mithril? Wir haben es immer noch nicht finden können. Es gibt Hinweise, aber... Was interessiert euch das überhaupt? Ihr seid Fremde. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr euren Mut unter Beweis stellen. In der Nähe des Wasserfälle von Zemit gibt es eine Höhle, in der die Bewohner unserer Stadt Zwangsarbeit leisten müssen. Befreit sie und ich werde mehr erzählen. Ah ja, okay. Jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Zerstörer? Ein Monstrum von einem Luftschiff. Luftschiff? Und sicher kenne ich jemanden, der sich mit Luftschiffen auskennt. Nur sehe ich keinen anders, euch von ihm zu erzählen. Wir wissen, dass das Sid ist. Okay. Habe ich eigentlich noch irgendwas Wichtiges an mir? Was ist mit diesem Ring? Nichts passiert, okay. Na gut, wir haben unseren Auftrag. So. Ich werde aber trotzdem erst leveln. In der dappischen Höhle was passiert, kann ich nicht mal fliehen. Genau deswegen muss ich jetzt leveln, damit ich fliegen kann. Unter anderem. Und es gibt doch nichts Nervigeres, als wenn man zurück zur Kirche muss, um jemanden wiederzubeleben. Alle männlichen Einwohner von Salamand müssen als Sklaven in einer Höhle in der Nähe des Wasserfalls von Zemit malochen. Bitte befreit sie. Wieso muss Joseph nicht? Südlich von hier sind die Wasserfälle von Zemit. Ah, danke für die Wegbeschreibung. Südlich von hier, okay. In der Nähe gibt es eine Höhle, in der Mithril abgebaut wird. Okay, das war wichtig. Ich könnte mutmaßen, dass es hier eine neue Axt gibt. Weil die hat's letzte Mal ausgesetzt. Keule, Langschwert. Kampfaxt, ja. Also, 225. Die ist zum Glück... Die kann ich... Nee, die kann ich sofort kaufen. Also, es bleibt bei 2000. Dass die so preiswert ist. Im Vergleich zu dem anderen Gedöns. So, da freut er sich. 5 Punkte hoch. Muss leveln damit. Ja, ist halt wirklich so. Alles, das ist halt Final Fantasy 2, ne? Muss leveln, dass ich fliegen kann. Schild. Kommt immer noch mit dem Bronzekram. Was ist mit dem Silberhelm? Warum gibt es keinen Silberhelm? Okay, wie sieht's denn aus mit Schwarzmagie? Hat man jetzt auch schon länger nicht mehr. Gibt's anscheinend wenig. Gut, dann bleibt's bei 2000, es sei denn, ich find noch was. Da war nicht Joseph. Moment, war ich hier drin? Bestimmt war ich hier drin. Ja, die... Oh, wieso ist die Kirche so groß? Das ist verwirrend. Okay, ich habe jetzt keine Schwarzmagie gefunden. Also, 2000 Geld sparen. Let's go. Wir können ja ein bisschen rumlaufen. Wir können ja schon mal gucken, wo die Höhle ist. Im Süden, haben sie gesagt.
Also wenn ich eine neue Schwarzmagie bekomme, dann müssen wir die auch leveln. Aber anscheinend bleiben wir zumindest davon erstmal noch verschont. Okay, hier ist schon mal Wasser. Das sind Wasserfälle. Ach, ich kann ja... Cool, ich habe ja das Boot noch. Okay, nichts Verstecktes bei den Wasserfällen. Wir hauen die ganz gut weg, ne? Trotzdem speichere ich zwischendurch immer wieder. Nicht, dass ich auf einmal zu weit im Süden bin und dann, ne? Aber sollte hier nicht die Höhle in der Nähe sein? In vielen Monaten harten Trainings meisterten die Helden mit Willenskraft, Stärke und Genius endlich diese besondere Technik, die ihnen auf dem Schlachtfeld das Überleben sichern sollte. Sie würden Meister im Weglaufen. Ja! Das ist überlebensnotwendig. Ganz besondere Technik. HP von schon. Jawohl. HP hochgelevelt. Ich glaube nicht, dass das so weit oben jetzt wieder ist, oder? Aber vielleicht ist auch genau der richtige Weg. Mal schauen. Komm schon, gib mir eine Höhle hier. Ach, jetzt bin ich hier oben. Okay. Da ist er, ne? Wir sind richtig gelatscht. Nice. Okay, okay. Da wissen wir schon mal Bescheid. Also quasi so einmal im Uhrzeigersinn. Die Route ist gesichert. So, lasst uns zurückgehen. Onnissen, bah. So, dann einmal über den Dings und wieder hoch, ne? Ist nicht so schwer. Die Bienenkönigin ist am Start. Was macht denn die hier draußen? Genau das, Pandera. Wir können halt immer unsere Heldengeschichten erzählen, dass wir überlebt haben. Das ist schon mal mehr wie manch einer, der nie zurückkam. So, Kontostand. Okay, die Hälfte haben wir. Ich laufe hier in der Gegend noch ein bisschen rum.
haben wir denn hier noch? Oh, lieber speichern, nicht, dass da... Okay. Goblins. Das ist tiefes Wasser, ne? Ja. Ich kann auch so rum. Oder? Vielleicht ist das kürzer, der Weg. Nehmen alles mit. Was ist, wenn ich hier so rumfahre? Dann komme ich wieder zurück zum Schloss. Ah ja! Das ist kürzer. Okay, gut. Dann nehmen wir den Weg. Ein bisschen erkunden gehen. Ah, okay, hier hört's auf. Oh, 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 neue Gegner. Bin ich zu weit gelatscht? Oh, oh. Oh, oh. Ja, gut, es war schön mit uns. 39, vielleicht müssen wir da einfach nur Magie machen. Du gehst mal auf... Okay. Eis. Auf ihn. Auf, warte mal, du kannst auch Magie... Ja, der hat das ganze geile Zeug schon, aber bringt mir ja nichts, wenn er später wieder abhaut. Beam ihn weg. Oh Gott, ist das wenig. Nice. Ja, easy. 337 Skill. Das ist eine Menge. Zauberkraft. Axtstufe. Ich glaube, hier könnten wir noch... Also hier können wir ein bisschen besser leveln. Habe ich so minimal den Eindruck. Mit den Gegnern könnten wir geiler leveln. Vielleicht sollte ich freiwillig hier bleiben, aber ich speichere lieber dazwischen. Also das lief jetzt fast schon zu gut. Ich hätte gern ein paar von denen, würde ich noch machen. Also, ich gehe ja danach eh nochmal. Was seid ihr denn? Yo! Piosas, Dankeschön! Vielen lieben Dank! Vielen lieben Dank, ey! Das ist sehr großzügig. Saufpack natürlich, alles klar. Werde ich eintragen. Guten Abend dir, Dankeschön. Das hilft ungemein für unser Vorhaben zu Halloween. Alles, was ihr da reinhaut bis zu Halloween, wird auch für die Halloween Games ausgegeben. Und das werden nicht wenige sein. Und durch Piosa ist jetzt sogar eins mehr. Dankeschön. Oh, oh. Die Magier kenne ich nicht. Der Rest ist mir geläufig. Na, schauen wir mal, wie es läuft. Danke, Piosas. Ah, nein, das Neue. Oh, Kacke. Das sind nicht die, wo ich die ganze Zeit gemacht habe. Oder? Oh, die Magier da hinten weg. Magie. Eis. Magie. Beam. Schlaf. Oh nein, bitte nicht. Oh. Fuck. Oh nein, das... Seid ihr wach? Ich glaube, wir sterben. Die werden durch Magie nicht wach. Ich hasse das.
Wenn sie durch Magie schaden, werden sie nicht wach. Ich versuche zu fliehen. Jetzt schlafen alle, das war's. Aber ist nicht schlimm, wir haben erst gespeichert. Das war jetzt fies. Aua, aua, aua. Die lassen mich nicht mehr gehen. Ich komme gar nicht mehr ran. Oh, oh mein Gott. Menü. Aber ach, wahrscheinlich werden die dich wieder schlafen schicken. Aber probier's. Warte mal, warte mal. Magie? Hatte der eventuell was, wo hundertprozentig Beam? Nee. Opfer und Angreifer tauschen HP und MP. Nee, der hat nichts mit... Also so eine hundertprozentige Flucht suche ich gerade, aber gibt's anscheinend nicht, okay. Tja, nun. Menü, rette uns! Okay, das war's. Ich wollte euch nur mal den Game Over Skin zeigen. Den es nicht gibt. So, cool. Immer wieder hier. Alles gut. Wir haben im Grunde haben wir nichts verloren. Alles gut. Natürlich trotzdem der Reiz, ne, dass man so hohe Gegner jetzt schon schafft. Ihr habt ja vorhin den Levelsegen gesehen dadurch. Aber die Kombi war gerade ein bisschen zu heftig. Na gut, ich habe auch den ersten... Die erste Runde habe ich verschenkt. Ich hätte gleich mit Magie draufgehen müssen. Ich habe gedacht, das sind die alten Soldaten. Sahen ziemlich ähnlich aus. Aber naja. Das nächste Mal weiß ich es. Ja, die Wehrratten sind auch schon eine Stufe stärker. Das sieht man daran, wie viel Geld sie geben. Okay. Okay, die muss ich mit Magie machen. Das Ding ist nur, nicht jeder kann das. Eis. Okay. Die wir einfach null Schaden machen. Och, jetzt hat das gemisst. Auweia. Eieieiei. Das ist risky, was wir hier machen. Wo ist der Eis-Damage? Geil. Ich glaube, das sind Anfälle gegen Eis. Kommt mir so vor. Wenn ich jetzt anfange mit Items schmeißen, ja gut, das ist besser wie nix, ne? Die können ja sonst eh nix. Okay, Eis. Ich weiß nicht, wie stark die Potion ist. Vielleicht gönnst du dir noch eine, Dino. Eine Doppelpotion. Beam auf... Nee, das wird wahrscheinlich niemanden treffen. Das hat gerade eine nicht getroffen. Lieber einzeln. Okay, sehr gut. Die Heilung kam zuerst. Und es war perfekt, eine Doppelpotion zu benutzen. Boah, das war böser Schaden. Komm schon, triff. Nein, es hat wieder nicht getroffen. Marie carried hier gerade alle. Dann schmeiße ich halt nochmal Potions. Beim Rest geht's eigentlich noch. Ja, egal. Obwohl, macht doch... Ach, es gibt doch gar keinen Defend. Also keinen Verteidigen. Na gut, dann egal. So. Ein Damage. Wow.
Ach ey, das wird gerade gar nichts sehen. Ich glaube, die sind immun gegen Beam. Okay, den schaffen wir jetzt natürlich auch noch hier. Mal Eis. Haben wir wenigstens auch Eis noch ein bisschen weiter gelevelt. Das ist super, wie viel Damage das schon macht, ne? Mhm. So. Konstitution, Zauberkraft, AP, Gewandtheit, Stabstufe. Lohnt sich. Und wir haben unseren Betrag voll. Wir können gehen. Hallo Dimebag, sei gegrüßt. Wir sind hier gerade bei Final Fantasy 2 unterwegs. Die GBA-Version. Hoch, ne? Bam, bam. Und nochmal die Gewandtheit von John. Sehr schön. Müsste gleich. Bin ich. Ah, ne, da kommt's, da kommt's. Jetzt haben wir auch noch genug Geld, um zu pennen. Und dann geht es ab in die Höhle. Solomon. Okay, einmal Engel. Und einmal Beam. Ja. Das ist auch gut mit vorheriger Ebene. Aber braucht man nicht unbedingt. Wenn man richtig tief drin im Dungeon ist, dann will man einfach nur noch raus, wenn man den Boss gelegt hat, ne? Ist doch klar. Deswegen bitteschön. So. Das wird noch eine große Liste. Ich hoffe, ich komme nicht bald auf irgendein Limit oder so. Ich hoffe, ich kann das schön voll machen. Und jetzt ein bisschen schlummern, ne? Erholen wir uns. Wo ist das Inn? Hier. 100. Kein Problem für uns. Okay. So, wir kennen ja unsere Abkürzung. Der ist einfach abgehauen. Da haben wir sie schon gesehen. Es muss ja die richtige Höhle sein. Gehe ich immer stark davon aus.
Hallo Pingi. Hallo Blacky. Seid ihr alle da? Schaut mir beim Farmen zu, wobei wir sind gerade fertig geworden. Jetzt machen wir mit der Story weiter. Was heißt Story? Es ist im Grunde auch nur Farm, nur in einem neuen Gebiet. Das ist mal ein richtiger Dungeon hier. Aber hübsch gemacht. Dimebag, danke, dass du Pinky versappelt hast. Vielen lieben Dank. Reingesappelt hier. Dankeschön. Ist das Mithril? Pinky mit Wölkchen, steht dir gut. Ui, so viele Goblins. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier einen Boss gibt. Bestimmt, ne? Okay, runterfallen kann ich nicht. Ist schon mal gut. Kiste! Gib mir Kiste! Wusch. Und da steigt die HP. Sehr gut, sehr gut. Können wir mal gebrauchen. Gil, süß. Musik ist auch gut. Aber man merkt schon, also von dem furchtbaren Level-System abgesehen, merkt man hier schon große Fortschritte gegenüber dem Vorgänger, ne? Das muss man hier schon anerkennen. Okay, hier geht's tiefer. Wurde heute früher nach Hause geschickt. Weil die hatten keine Arbeit mehr für mich. Okay. Da kann man sich ja drüber freuen, theoretisch, ne? Wenn alles erledigt ist. Aha. 400 Gil. War jetzt da oben rechts noch was? Oder? Ich guck nochmal. Morgen wieder hin. Okay. Dann gönn dir den verfrühten Feierabend. Okay, nee, da ist nix. Oh, ich dachte schon, das sind Bomber, aber die heißen hier Ballon. Grüne Bomber. Die Goblins haben gar keinen Bock mehr auf mich. Ach, lass mich doch. Meister Splinter, lassen Sie mich doch. Gewandtheit, gut. Oh! Okay. Zum Glück können wir schwimmen. Die sehen ungemütlich aus.
Okay. Alles gut. Alles sehr gut. Mittagsschicht früh an wegen der Klimaanlage auf der Arbeit. Ah, das ist natürlich auch uns Segen dann, ne? Augentropfen. Ja, heute hatten wir es wieder um die 30 Grad hier. Wird sich der Rest der Woche auch nicht mehr ändern. So 30, ein Tick unter 30 Grad. Aber, ja. Hab schon hier und da gehört, dass es nochmal schlimmer wird. Deutlich schlimmer. Also, gewisse Prognosen. Potion, hat das ein... Das sind halt Schätze, die man nicht haben will, ne? Gleitzeit, manchmal habe ich auch nach 4 Stunden nichts mehr. Aber auch 10. Boah, das schwankt dann wirklich krass, okay. Rechts rum oder wie? Aha. Oh. Aber jetzt. Jetzt fühle ich mich mächtig. Oh, Tor 1, 2, 3 oder 4. Wo ist der Zonk? Ich fange ganz klassisch von links an. Okay, da geht's tiefer. Was ist das hier? Die Räumlichkeiten des Grünschleims. Oh shit, ich muss Magie benutzen. Ich sollte Magie benutzen, aber zum Glück machen die mir gerade genauso wenig Damage. Okay. Muss jemand geheilt werden? Eigentlich nicht. Ja, Greif es halt trotzdem an, auch wenn es sinnlos ist. Ich würde gerne mal versuchen, Eis auf alle zu machen. Wird wahrscheinlich niemanden treffen, aber imagine. Selbst wenn nur einer getroffen wird, ist es immer noch geil. Schauen wir mal. Come on. Einfach alle getroffen. Also klar, der Schaden wurde geteilt, aber der ist immer noch, das war immer noch... absolut ausreichend. Das hat jetzt gerade mal 3 MP gekostet. Wie geil ist das denn? Okay. Ist das so ein Raum? Ein Schritt pro Gegner? Nee, andersrum. Ein Gegner pro Schritt. Ich hoffe, das war nur Zufall. Ja, den richtigen Weg haben wir ja eigentlich schon gefunden, aber vielleicht finden wir noch was Positives, eine Kiste oder so. Okay, ich darf... Okay. Ballon! Jo! Danke. Wenn ich da jetzt reingehe, kriege ich wieder einen Haufen Gegner. Ist mir egal. Fürs Level.
Vielleicht ist an der Wand was Mysteriöses. Habe ich eigentlich Äther gekauft? Habe ich Äther? Nö. Ja geil, wenn Magie leer ist, dann haben wir einfach keine Magie mehr. Das war's dann. Super Aktion. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es überhaupt kaufen konnten. An der Wand hier. Okay, aber Splinter sind nicht gefährlich. Habe ich nächste Woche früh... kann ich noch gar nichts dazu sagen, Pyrosas. Weil ab nächster Woche sind bei uns Ferien. Und ich weiß noch nicht, welche Wochen Alessa-Wochen sind. Ich werde dir dann Bescheid geben, sobald ich schlauer bin. Okay. So. Okay, alles drauf. So, und da jetzt noch einige mehr dazu gekommen sind, wie am Anfang, sage ich es jetzt noch einmal. Ich habe ab August eine Kooperation mit Square Enix am Laufen für 3 Monate lang. Und in diesen 3 Monaten werden wir uns in Extra-Streams Final Fantasy XIV anschauen. Ich werde Story-Driven spielen. Ab und zu auch gerne mal mit euch oder mit anderen Gästen, die FF14 spielen. Darunter auch Millie. Die hat sich auch schon bereit erklärt, da gerne mitzumachen und mich ein bisschen an der Hand zu führen. Und ja, 2x2 Stunden Extra-Streams mit Final Fantasy XIV von August bis Oktober. Und hallo Gonzo. Okay. Wird unter Vertrag genommen. Ja, das war halt ein Angebot, auf das ich Bock hab. Und war doch sehr überrascht, dass dass die eingewilligt haben. Und mich da 3 Monate verpartnern. Hat mich sehr gefreut. So. Und wie gesagt, das sind Extra-Streams, also unser eigentliches Programm wird davon überhaupt nicht beeinflusst. Na, uns geht's gut, alles gut. Und ja, ihr dürft natürlich dann gerne mitmachen, beziehungsweise ich habe dann ab August habe ich einen... Achso, ich wollte ja links rein. Ab August habe ich dann einen Affiliate-Link, falls ihr eventuell auch Bock habt, Final Fantasy XIV zu spielen. Ist ja, wie gesagt, bis Level 35 kostenlos und ihr könnt auch mit mir spielen. Dann dürft ihr gerne diesen Link benutzen, das wird mir sehr weiterhelfen. Wenn Square sieht, dass das auch genutzt wird, dann hat man vielleicht die Chance auf weitere Möglichkeiten bei dieser Partnerschaft. Reicht theoretisch auch, wenn man nur auf den Link klickt. Das heißt, ist jetzt nicht so wie bei anderen, dass man da sich was erstellen muss und extra spielen muss. Ein alleiniger Klick auf den Link hilft schon. Würde mich natürlich freuen. Klar, wenn ihr dann anfängt zu spielen, würde es noch mehr bringen. Also jeder kleinste Support ab August kommt mir bzw. auch euch zugute. Denn für euch bedeutet das natürlich mehr Streams. Und ja, wer weiß, vielleicht lässt Square dann auch mal hier und da was springen. In Form von Gewinnspielen oder so. Wir hatten das ja schon mal mit Razer vor ein paar Jahren. Wobei das damals noch ein kleineres Angebot war. Das mit Square ist jetzt eine etwas größere Sache. Und geht ja auch 3 Monate. Nein, Gonzo, 14, du kannst es so lange spielen, wie du willst.
bis Level 35. Das mit dem einen Monat, das war früher. Nur du kannst halt bis Level 35 und du kannst in keine Gilde gehen. Es ist halt eingeschränkt, ne? Wenn man nicht zahlt. Aber ich denke mal, bis Level 35 höher komme ich eh nicht in den 3 Monaten. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Triple Trade, ja. Ich werde wahrscheinlich eh die Hälfte von diesen Final Fantasy Streams nur Triple Trade spielen. Ist halt so. Ich weiß, dass es darauf hinausläuft. Es wird die erste und die letzte große Partnerschaft sein. Knoblauch, okay. Immer diese leeren Räume, was soll denn das? Ach du Heiliger. Egal. Die sind nicht so schlimm. Schichten können kollidieren. Ja, ihr müsst ja nicht immer mitspielen, ne? Also es kann so ganz spontan, spielt mal der mit, spielt mal sonst wer mit. Ihr müsst ja nicht immer dabei sein. Das ist... Muss man alles nicht so eng sehen. Und wie gesagt, einen Stream mache ich immer sonntags nachmittags. Also es sind 2 Streams in der Woche, je 2 Stunden. Einen davon mache ich immer sonntags, weil ich denke, da haben die meisten Zeit. Und irgendwie ist so Sonntagnachmittag, glaube ich, ein ganz guter Chill-Modus für Final Fantasy XIV. Und das andere ist dann eh spontan. Ich glaube, so im ersten Monat werde ich auch erstmal nur für mich spielen, um reinzukommen und so. Mit Gruppen erstmal später. Beziehungsweise in den ersten Streams habe ich mal Millie dabei, weil sie so ein bisschen das Tutorial für mich ist. Millie hat gesagt, die Story ist echt gut und man kann es auch alleine spielen. Also theoretisch kann man die Story komplett alleine durchspielen. Das hat sie auch gemacht. Und wenn sie sagt, die Story ist gut, dann vertraue ich ihr. Wir haben ja bei Final Fantasy XVI gesehen, dass da Potenzial drin steckt bei den Leuten. Nee, es gibt keine Vorgaben. Also, was ich spielintern mache, da gibt es keine Vorgaben. Die einzige Auflage ist, sind die 2x2 Stunden in der Woche und einmal im Monat so ein YouTube-Video. Da werde ich wahrscheinlich so ein Highlight-Video draus machen. Das sind die einzigen Vorgaben, die ich habe. Spielen kann ich, wie ich will. Aber ich sag mir halt, wenn ich schon FF14 spiele, dann sollte ich mir auch die Story geben und nicht nur Karten spielen. Okay. Ja, schaut mal, Maries HP geht auch langsam hoch. Bald ist sie 3-stellig. Wir sind ganz stolz auf dich, Marie. Mein Gott, Level... Oh, stopp, stopp, stopp. Magie, Magie. Alles gut, alles gut. Einzige Gegner, wo wir Magie machen müssen. Und das hat das letzte Mal so gut funktioniert. Gleich nochmal. Die kennt Stiflas Mom. Ja, ich... Millie, ne? Ja, das... Das ist eine Bildungslücke, das stimmt. Also... Okay, wer... Okay, Frage an den Chat. Wer von euch kennt Stiflas Mom nicht? Stiflas Mom. Wer kennt sie nicht? Legende.
Aber sowas von. Wer von wem die Mutter? Finch kennt sie noch nicht gut genug. Sehr gut, sehr gute Antwort. Oh, ich weiß nicht, ob man sich die Filme noch geben kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, beim 1er war ich sogar im Kino, aber da hatte ich auch genau das richtige Alter dafür. Dieses vorpubertärende Alter hatte ich da. Da musste ich das im Kino sehen. Nee. Was machen wir mit dir? Muss auch mal sein hier. Die sind gut gealtert. Ah, ich weiß nicht, Blacky. Ich würde ja gern sowas sagen wie, wenn du das sagst, muss es ja stimmen, aber ich denke eher das Gegenteil. Oh, hier ist schon wieder die Türparty. Aber da unten ist eine Kiste, da gehen wir zuerst hin. Nein, kein Filmabend damit. Wir machen zweimal im Jahr einen Filmabend. Das verschwende ich doch nicht mit American Pie. Ich bitte euch. Nee. So. Gewandtheit gestiegen. Weh, in der Kiste ist nix. Oh, da geht's noch weiter. Ich dachte, da oben ist das Treppenhaus. Na gut, Treppenhaus klingt irgendwie falsch. Ach komm, das ist so sinnlos. Und das sieht komisch aus. Naja. Aha. Okay, ich glaube, hier ist sonst nichts. Wir gehen jetzt zu den drei magischen Türen. Mhm. Ich laufe da halt immer hoch, weil ich so ein bisschen Hoffnung habe, dass da vielleicht eine Art Extra-Gegner kommt. Das hatten wir bei Final Fantasy 1 manchmal, dass da vor einer Kiste oder sowas extra kommt. Aber hier scheint es wirklich nur random zu sein. Aber fürs Level. Naja, zum Beispiel so eine Gegner-Kombi kommt normalerweise nicht oft. Wer weiß. Naja, da war ja eine Kiste, Pandera, ne? Die wollten nur die Kiste schützen. Mit diesen unglaublichen, was waren es, 100 Gil? Ich glaube, der Brückenbau war ein bisschen kostspieliger, aber ist okay. 250. Ich glaube, unsere Kasse sieht momentan wieder gut aus, oder? Yes. Sehr schön. Dass sie die Meter zählen, ey. Lustig. Zombies, kennen wir die schon?
Okay. Alles billiger als Bär. Du. Oh, jetzt geben wir es aber hier. Was soll denn das? Nein, ich hoffe mich. Eisstufe ist hochgegangen. Super. Sehr gut. Aber wenn das so weitergeht, habe ich keine MP mehr, bis wir beim Boss sind. Am besten, ich spare mir jetzt das Eis und lasse mir nur mehr zaubern, wenn Schleimis kommen. Boah, das darf ich auch nicht vergessen, fällt mir gerade ein. Stellt euch vor, wir erledigen den Boss und müssen dann raus. Und ich will meinen Teleport benutzen, habe keine MP dafür. Das wäre Fail. Wie viel kostet das? Beam. Okay, es kostet nur eins. Also ein MP sollte ich mir immer aufheben. Alles klar. Antidot. Ey, lasst mich raus. So. Letzte Tür. Oha, hi. Seid ihr die Zwangsarbeiter? Ja, Sklaven. Bitte befreit uns. Wie? Bitte befreit uns. Ihr arbeitet ja gar nicht. Faules Pack. Bitte befreit uns. Bitte befreit uns. Wir sind nach Hause. John und die anderen, ihr seid unsere Rettung. Besten Dank, Jungs. Dir auch, Marie. Das ist Josephs Tochter, Nelly. Morgen, dieser Dreckskerl, hat sie entführt und als Geisel festgehalten, um Joseph zu erpressen. Ihr sollt Prinzessin Hilda das Mithril bringen, ja? Dann seid ihr bei mir goldrichtig. Aber ich muss doch Mithril richtig sein. Ich hab so meine Beziehung und wusste, dass ich das Mithril hier finde und wollte euch zuvorkommen. Hätte bestimmt eine satte Belohnung gegeben. Nur bin ich leider selbst in eine Falle getappt und saß hier fest. Wie auch immer, ich werde mit den Gefangenen hier das Weite suchen. Wir sehen uns. Ja, okay. Das war's. Ich muss jetzt noch Dinge tun. Ja, wahrscheinlich. Hätten sie auch nicht von alleine jetzt gehen können, ne? Die mussten auf mich warten. Nice. Okay. Hm. Ja. Feuer. Oh, ich habe einfach Feuer spendiert bekommen. Das ist ja lieb. Praktischerweise habe ich mir nur Eis gekauft.
Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwann ist Marie voll. Habe ich die Befürchtung. Man sieht's leider nicht. Vielleicht kann sie auch alles lernen. Aber es kann auch sein, dass wenn die Liste hier voll ist und wir sind jetzt schon fast bei der Hälfte, dass dann, ne? Es gibt ja auch Vergessen. Ich werde mir vorher nicht reinmachen. Von jeder... Also, wenn ich warte jetzt auf die Rar-Stufe. Wenn eine Rar-Stufe kommt, hole ich mir die natürlich. Immer von jedem eins, denke ich. Ich will eh nur eins leveln. Da muss ich mir noch mehr Arbeit machen. Kein Feuer für uns. So. Dino keine Magie? Nein. Dino haut drauf mit Axt. Das ist dein einziger Job. Und den machst du gut. Ice Mage cooler. Auf jeden. Ja, wenn jetzt die Radzauber kommen, dann nehme ich auch mal ein anderes Element, damit wir letztendlich von jedem eins haben. Dann nehme ich Feuerer und später nehme ich dann Blitzger. Das ist so mein Masterplan. Es kann natürlich auch sein, dass es das gar nicht gibt. Wisst ihr, vielleicht gibt es in diesem Spiel kein Eisra und kein Eisgar, weil ich Eis ja hochlevele. Dann könnt ihr jetzt sagen, okay, Eis ist auf Level 4, das ist schadenstechnisch schon ein Eisra. Warum sollte es später noch Eisra dann geben? Wisst ihr, wie ich meine? So gesehen? Also ich weiß halt nicht, ob das stimmt. Ja, ich könnte es einem der Krieger geben. Aber die haben gerade mal 10 MP. Weiß ja nicht. Das sind richtig kleine Levelräume. Oh! Jetzt hauen sie rein hier. Was soll denn das? So schlimm war es noch nie. Egal. Danach sind wir richtig OP. Nein, wir sind jetzt schon OP. Die ziehen das echt durch. Raus. So, jetzt haben wir eine Kreuzung. Oh, Marie wurde dreistellig. Yay. Thank you.
Als Truff mit der Gewandtheit. So, das ist wieder nix. Toll. Hier könnte es weitergehen. Stopp! Okay, alles gut. Diesmal nur Menü, bitte. Unser Buffmeister, ja, aber ohne. Okay, versuchen wir das hier. Nein. Imagine, wir beamen uns selbst weg. Das wäre nicht so gut. Mal gucken, wie das funktioniert. Oh! Was war das? War mal Damage hier. Okay, ich merke schon, Beam ist so eine Sache. Das ist sehr wählerisch. Ah, muss ich halt Eis benutzen. Ja gut, ich werd schon Feuer geben. Für so einen Kampf. Um Marie ein bisschen zu entlasten. Aber weh, der trifft dann nicht. Zehn MP, ey. Süß. Aber ja, wohl war besser wie nix, ne? Ich glaube, ich bin beim richtigen Weg. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das eh eine Sackgasse rechts. Also jetzt links. Ja, da war sonst nix. Können gleich weiter. Sollte man wieder speichern. Knoblauch. Speichern. Tief geht das denn noch? Okay. Oh, man liebt sie, ne? Die leeren Räume. Die leeren Räume voller Monster. Und nochmal das volle Pack. Untergrundfarm. Einer nach dem anderen. Der Kontostand freut sich. Na komm, treffen bitte. Das ist eins der stärkeren Ritter da hinten. Ja. So, ja, zum Glück haben wir diese Art von Leveling nicht mehr bei Lost Odyssey vor. Das ist alles erledigt. Wir werden am Donnerstag sofort in die Story springen.
Freue ich mich schon drauf. Hat na jetzt eine kleine Lost Odyssey Pause. Es geht schön schnell, das Leveln. Das sieht wichtig aus. Genau sowas habe ich mir erhofft. Bei diesen ganzen kleinen Räumen. Und schauen wir doch mal. Das ist noch nicht der Kampf. Ich weiß nicht, ob das der Boss ist. Vielleicht auch nur ein Zwischenboss, der einen Schatz bewacht. Hat man beim 1er auch des Öfteren. Rebellen, wie konntet ihr nur hierher gelangen? Aber das Mithril ist unser. Okay, wahrscheinlich ist da Mithril drin. Dann ist es der Boss. Ihr werdet hier in diesem dreckigen Loch verrecken! Yo. Interessante Bossmucke. Das klingt unerwartet. Soll ich anfangen mit Buffs? Ja, oder? Ach, das soll ein Menü machen. Wir hauen jetzt richtig raus. Der wird wahrscheinlich physisch zuschlagen. Spezialattacken. Ne, Schild, oder? Ach, da steht ja sogar Protes. Schutz. Die Magieabwehr. Protes, ja. Abwehrkraft. Auf alle bitte. Okay. Oh, das ist wenig. Das ist verdammt wenig. Eis ist also für die Stufe. Ist das auch wenig Damage? Oh mein Gott. Was passiert hier? Aber der Schutz ging auf alle. Sie leuchten so schön gelb. Ja, ich kann... Oh nein, die MP-Kosten wurden jetzt auch teurer. Ich kann nur noch einmal Eis machen. Super. Oh mein Gott. Oh nein. Na, am Ende schaffe ich den deswegen nicht. Ich muss nochmal komplett zurück. Um mir MP zu holen. Das wäre traurig. Dass ich auch kein einziges Äther habe, ey. Das macht mich fertig. Fügt Untoten Schaden zu. Ich glaube nicht, dass der untot ist. Oh mein Gott. Egal, weiter. Was können wir noch machen? Spezialattacken. Ja. Könnte man eigentlich auch die Heilung drauf sprechen, ne? 12 nur. Warum so wenig? Okay. Jetzt mache ich mal Feuerzauber. Mal gucken, was das abzieht. Ja, fertig mit Eis. Ich kann auch irgendwas Kleines machen, aber nicht vergessen, ich muss mir ein MP aufheben. Wobei, nee, muss ich glaube ich gar nicht, weil Menü hat das doch auch. Menü hat doch auch den Beamzauber, meine ich. Mal gleich mal nachgucken. Ja gut, was will ich hier noch machen? Nix. Alles andere. Beam auf dem Boss wird nicht funktionieren. Das funktioniert bei normalen schon so selten. Shit. Vielleicht ist er hier gegen Bogen anfällig. Fallen Bogen, das wäre natürlich nice. Ist aber auch mehr Wunschdenken. Also gebufft sind wir jetzt. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall heilen jetzt. Vita. Auf John. Feuer. Boah, Feuer ist in Ordnung dafür, dass es Stufe 1 ist.
Wahrscheinlich ist er feueranfällig. Oh mein Gott, was für eine Heilung. Oh mein Gott. Die hätte ich auf alle sprechen müssen. Mache ich jetzt auch gleich. Okay. Vita auf alle. Menü hat so viel MP, ey. Das wird ein langer Kampf. Befürchte ich. Zum Glück ist Feuer auf Stufe 1. Ich kann das immerhin noch 8-mal machen. Immerhin etwas. Ein Untoter sein? Boah, ich weiß nicht. Wie heißt er denn? Searchen? Wir können es natürlich probieren. Ich meine, wir haben die Items ja. Wir probieren es. Das wird natürlich enorm helfen, wenn er untot ist. Ja. Mehr wie scheitern kann es nicht. So, wir sind voll geheilt. Lässt einen Doppelgänger erscheinen und senkt die Trefferquote des Angreifers. Magieabwehr. Neutralisiert magische Schutzbarrieren. Ein magischer Wolf steigert hier. Ja, okay. Stumm. Reduziert die MP des Opfers. Opfer und Angreifer tauschen HP und... Angreifer und... Opfer tauschen HP und MP. Wenn ich damit MP wiedergewinnen könnte. Aber wie genau soll das funktionieren? Opfer und Angreifer. Das kann ich ja nicht auf Marie sprechen, ne? Das Opfer wird vergesslich, ja, und dann? Angst. Einfach mal probieren. Wenn er jetzt Angst kriegt, ist er kein Untoter. So, jetzt kommt Knoblauch. Nee, ist nicht untot. Ist er ängstlich? Ich weiß es nicht. Hat die Angst wenigstens funktioniert? Also andere Items habe ich nicht. Ich könnte noch Dinge auf ihn schmeißen, oder? Ging das nicht in dem Spiel, dass er einfach die Axt auf ihn schmeißt? Aber die ist dann halt weg, dann kann ich es nicht mehr verkaufen. Andererseits die paar Kröten. Ach nee, das geht in dem Spiel gar nicht. Habe ich mit einem anderen FF verwechselt, okay. Nee, dann vergiss es. Dann greif halt an. Könnte es natürlich spaßeshalber mal probieren mit Beam. Beim Boss! WTF! Er ist einfach weg. Er hat unsere Dimension leider verlassen. Oh mein Gott. Was war das denn? Welche Überraschung. Aber so ist es meistens, ne? Jeder Boss hat meistens eine Schwachstelle. Eine ganz klare. Und jetzt haben wir das legendäre Mithril. Dann will ich jetzt aber auch meine Mithril-Rüstung, ne? Wenn schon, denn schon. So, wir gehen noch nicht raus. Wir hatten noch einen Weg. Und danach beam ich mich weg. Genau, die Brücke hat man noch nicht überquert. Dann haben wir alles. Das war jetzt eine geile Überraschung, ey. Ich hab gedacht, wir dürfen jetzt noch eine halbe Stunde auf den einschlagen. Bei dem Damage. Krass.
So, wo geht's denn hier noch hin? Okay, noch mehr Türen. Läuft. Aha. Okay, das war vielleicht so ein kleiner Hinweis. Ah, da ist der Boss. Ich gebe dir mal vorsichtshalber Beam mit. Ah, die 1000 hätte man sparen können, aber konnte ich ja nicht wissen. Was? Ey, easy, dich kenne ich schon. Wobei, diesmal habe ich leider kein Eis mehr zur Verfügung. Ohne Eis war das Ding problematisch, ne? Schauen wir mal. Vielleicht ist es nicht die gleiche wie die, wo wir da hinten kennengelernt haben. Mal gucken. Vielleicht machen wir ja Damage. Ich glaube, das ist die gleiche. Dann probieren wir es nochmal mit Beam. Aber Beam hat auf die sonst auch nie funktioniert. Na gut, jetzt ist es aber auch nur eine. Mal gucken. Beam jetzt auf Stufe 2. Okay. Neues. Axtstufe. Ah, Beam ist schon geil. Ich werde den Beam, den wir jetzt noch haben... Den kriegt Oberdino. Für den Fall der Fälle, dass ich mit Marie doch mal alle MP leer mache. Dass wir noch einen Notausgang haben. Sozusagen. So. Oh, eine Tür haben wir noch. Dino-Dimension, genau. Immer nur Andi dort, ey. So, was verbirgt sich hier? Ach komm. Ah! Nein! Nicht euer Ernst! Ich hab doch kein Eis mehr, Leute! Ah, ich hab noch Feuer. Und Beam. Beam wieder neu lieben gelernt auf einmal. Noch mehr Beam. Einzeln trifft's eher. Deswegen mache ich das jetzt so. Let's go. Ja, das ist traurig. Oh, ich glaube, die sind immun gegen Beam. Das ist kein Zufall, oder? Okay. Aber wisst ihr was? John rettet. John rettet. Ich habe noch genau 5 MP. Wir haben 5 Gegner. Danach werde ich sowas von abhauen. Trau mich nicht, auf alle zu gehen. Ich habe Angst, dass dann der Damage nicht reicht. Ziehen wir das jetzt so durch, kein Ding. Ich hau danach sofort ab. Wir haben alles erkundet. Alles weitere ist nicht nötig. Wird ja nochmal ein bisschen spannend.
danach wird Feuer wahrscheinlich mehr kosten. Ist garantiert jetzt schon auf Stufe 2. Aber zum Glück wird das erst nach dem Kampf angerechnet. So. Meine Güte, ey. Bis auf den letzten MP-Punkt. Ja, das war jetzt natürlich eine ordentliche Magie-Power von John. Okay, nix wie raus. So, hier speichern und wir laufen noch zur Stadt. Wow, Minu ist fast tot. Wie ist denn das passiert? Okay. So, Leute. Ich gehe noch zur Stadt und dann hätte man einen guten Abschnitt. Hat doch gut gepasst heute. Sollte es mit Final Fantasy weitergehen, dann werden wir das nächste Mal das Mithril abgeben und schauen, was uns dann erwartet. Ui. Schnell weg hier. Ja, das würde ich auch sagen. Bleibt nur noch die Königin übrig. Kein Problem. So, ich glaube, Geldprobleme haben wir das nächste Mal dann auch nicht. Nach der Ork hier. 8000. Okay, letzter Gegner. Garantie ist fast abgelaufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt eh bald die Party verlässt. Weil wir haben ja schon diesen Paul gesehen, der hat auch ein Charakterbild. Möglicherweise schließt der sich dann uns an. Aber mal abwarten. So. Hier wird gespeichert. Und dann sind wir für heute durch, werte Freunde. Raidwahl haben wir Rabe, Inquido und Marie-Chan.